Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, als allererstes wollte ich mich bei oder für 5000 Abonnenten bedanken. Das ist echt schon viel und ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute meine Videos gucken würden. Aber ja, vielen Dank dafür, das freut mich wirklich sehr und ja. Ja, ich wollte euch heute meinen Primer Call und gemischt mit Dam und Tailway zeigen und Claire. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit den Sachen von Dam an. Als erstes habe ich mir da dieses Haaröl von Balea gekauft für meine Extensions, weil das gut ist, wenn man die halt jeden Tag mit so Öl einmassiert, einreibt, keine Ahnung. Und ja, das hat jetzt um die 3 Euro gekostet und ich finde das bis jetzt eigentlich richtig gut, weil das riecht auch sehr lecker und ja. Dann habe ich mir meine Lieblingsmascara nachgekauft, die I Love Extreme Crazy Volume Mascara von Essence. Und ja, die hat, glaube ich, auch sowas um die 3 Euro gekostet und ja. Da ich einen neuen Concealer gebraucht habe, habe ich mir von P2 den Concealer gekauft, Ultra Matt 24 Stunden Concealer in der Farbe 010 und ja, den hatte ich schon mal und den finde ich ziemlich gut. Ebenfalls von P2 habe ich mir diesen goldenen Nagellack gekauft aus dieser Meet Me in Venice, keine Ahnung wie man das ausspricht. Ja, der ist aus der neuen LE und den finde ich eigentlich ganz hübsch. Und ja, das ist jetzt die 02 Golden Romance. Als letztes habe ich mir von Essence diese Handcreme gekauft. Die riecht nach Cookies und Mandeln. Und so für den Winter fand ich das ganz lecker. Und ja, die hat, glaube ich, 1,60 gekostet oder sowas. Und ja. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einfach weiter mit den Sachen, die ich bei Primark gekauft habe. Und das erste, was ich mir gekauft habe, ist dieser unglaublich tolle Pullover. Ich meine, da ist ein Einhorn drauf und der ist unglaublich flauschig. Und ja. Und von hinten sieht er so aus. Und der hat 12 Euro gekostet. Ja, den finde ich ziemlich cool. Dann war ich in der Männerabteilung von Primark und da habe ich dieses coole T-Shirt gefunden. Das ist von Harry Potter und da steht halt Hogwarts drauf und ja, ich habe mir das in der Größe XS mitgenommen, weil ich nicht wollte, dass das so riesig ist. Und ja, ich finde das richtig cool. Das hat jetzt 8 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch dieses Oberteil hier mitgenommen. Das ist schwarz und hat hier unten so Spitze und besteht generell irgendwie aus Spitze. Hat hier so einen Kragen und an den Ärmeln nochmal so weißes Zeug, keine Ahnung. Und es ist an den Ärmeln durchsichtig. Und ja, das finde ich richtig schön. Ja, das hat jetzt ja 12 Euro gekostet und ja. Da ich ein neues Mäppchen haben wollte, habe ich mir dieses Schminktäschchen mitgenommen, was ich einfach zu einem Mäppchen umgewandelt habe. Und ja, das ist richtig süß. Und das hat nur 4 Euro gekostet. Dann habe ich an der Kasse diese Mops-Tasche, Tasse. Mann! Dann habe ich an der Kasse diese Mops-Tasse gesehen und musste sofort an meine Mutter denken, da sie ja, Möpse ziemlich, naja, eigentlich hässlich findet, aber weil sie so hässlich sind, findet sie sie auch gleich wieder süß. Und ja, die will ich ihr schenken und die hat 2 Euro gekostet. So, dann das letzte, was ich bei Primark gekauft habe, ist dieser Onesie hier. Das ist eine Maus. Und ja, das hat in der Mitte dann so ein Herz mit so einem Käse-Dingsbums. Mit so einem Stück Käse am Reißverschluss. Und ja, der ist rosa und unglaublich flauschig. Und
Ich wollte unbedingt mal einen Onesie haben, vor allem für den Winter. Eigentlich sollte die Nase quietschen, aber irgendwie ist das kaputt. Naja, der hat 17 Euro gekostet und das war die einzige Größe in XS. Und ja, das war dann das teuerste Teil aus meinem Haul. Aber ja, ich wollte es unbedingt haben. Dann war ich noch schnell im Daily Rail und habe diese rosa-pinke Mütze gefunden. Ja, die hat 4 Euro gekostet und das Gute ist an den Mützen bei Daily Rail, die sind einfach ziemlich groß und die machen die Haare nicht so platt. Also das sieht nicht so komisch aus, wenn man die aufhat und das ist besonders für Seen-Haarträger wie mich praktisch, weil es dann die Frisur nicht so zerstört. Ich sehe gerade, ich habe mir noch diese Kette hier bei Primark gekauft. Da ist so ein Herz dran und ja, die hat 2,50 Euro gekostet. Dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die ich bei Kleas gekauft habe. Vielleicht kennen einige den Laden. Das ist dieser Laden, wo viel Kleinkram und Anhänger und Ketten und sowas verkauft werden. Und da habe ich unter anderem diesen Haarreifen gekauft. Und bei Kleas gibt es ja immer diese Angebote, dass wenn man irgendwie 3 Sachen kauft, kriegt man eine Sache umsonst. Und dann habe ich mir noch dieses Halsband-Dings ausgesucht, da ist einfach so eine Perle dran und das Band besteht aus Samt. Das hat 5 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch diese Tattoo-Kette ausgesucht, die sicher alle Kinder kennen, die in den 90er Jahren geboren sind. Ja, die hat jetzt 5 Euro, glaube ich, gekostet. Und ja, ich habe dann halt eins von diesen 3 Sachen umsonst bekommen. Ja, das war's dann auch schon mit meinem Haul und ich hoffe, ihr habt so ein paar Eindrücke in die Geschäfte bekommen. Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal.